Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel, Strategiespiel und Zwergenfreunde zu Spellforce, Wrath of Winter. Ja, wir sind dabei, unsere Armee zu sammeln für den Angriff auf die Sonnenstadt. Während unsere Norcane-Unterstützung hier oben ist immer noch vor der Mondstadt verteidigt. Wie wir in die Mondstadt kommen, weiß ich noch nicht. Wir können halt immer noch einen Deal mit der Botschaft eingehen, um den Schlüssel zu bekommen. Also, wir haben ja schon den Sternenschlüssel, wir brauchen dann noch den Sonnenschlüssel, den wir uns gerade am Holen sind. Und dann noch den Mondschlüssel. Und ja, auf der anderen Seite brauchen wir immer noch Münzen. Und zwar fehlt uns noch. Wir haben hier 11, 4 Schädelmünzen, von denen ich aber weiß, wo sie sind. Nämlich 2 kriegen wir hier bei den beiden Menhiren hier. Die dritte kriegen wir bei den Menhiren. Tod den Feinden! Bei den Menhir in den Echosümpfen, wo wir schon mal drauf rumgedrückt haben. In Deckung! Krieg! Und ja, wo wir die letzten kriegen, werdet ihr dann auch noch sehen. Jawohl! Ja. Aber ich brauche noch ein paar von denen hier. In Auftrag geben. Was die Sonne, Mond und Sternemünzen angeht. Ja, jetzt kann ich es lesen. Und zwar, ich gebe zu, für diese Münzgeschichte habe ich mir jetzt auch einen Guide gesucht, so wie fürs Leveln. Für alles andere nicht. Ist ja eh unsinnig, ich kenne das Spiel ja, so blind ist es ja gar nicht. Also kann ich mich nicht selber spoilern und ich spiele sowieso lieber, wie ich möchte und nicht, wie es in irgendeinem Guide steht. aber ja, was diese Münzen angeht, damit wir in diesem Let's Play das Beste rausholen können, habe ich mir den Guide halt dazu geholt. Weil ich will ja wenigstens versuchen, alles abzudecken. Also, wir brauchen insgesamt brauchen wir 10 Sonnenmünzen. Davon haben wir jetzt gerade 6. Ich weiß aber, wo wir auf jeden Fall noch 2 werden wir vom Anführer der Sonnenstadt kriegen, so wie von der Sternenstadt. Dann weiß ich, da sind wir bei 8. Dann weiß ich noch, wo wir eine kaufen können. Ja. Und ich glaube, der Menhir in den Echosümpfen, der spuckt uns auch noch eine aus, mindestens. So, Mondmünzen brauchen wir 9. Und davon haben wir auch genau 9 im Augenblick. Sternmünzen wird kritisch, dafür bräuchten wir 13. Und wir haben im Augenblick 7. Das heißt, 6 fehlen noch. Ich weiß, wo wir 2 herkriegen, nämlich von der Händlerin in Tirgarnach. Und von dem Man hier in den Echosümpfen. Ich weiß auch, dass es hier noch in Chaldun 2 Gegner gibt, die Münzen droppen können. Also werden wir da ein bisschen Power Gaming betreiben müssen. Was ist? Auch gut. Verstanden. Sofern die Sonnen- und Mondelf, die wir jetzt abmuchsen müssen. Ja, ich will dich eigentlich töten sagen. Das ist immer so böse töten. Ja. Sofern die keine Sternmünzen droppen. Was liegt an? Aber auch Auf meinen selbst Befehl, wenn die folgt welche mir. droppen. Aber wir werden so oder so zu wenig Sternmünzen haben. Sofort. Meine Armee lässt mich nicht raus.
Jetzt lässt mich aber mein Name hier aber raus. Ja, es gibt hier halt genug Imperiale, die Münzen droppen könnten, aber die werden wir höchstwahrscheinlich eher dann Sonnen- oder Mondmünzen droppen. Wobei irgendwie die Imperialen hier eher zu Mondmünzen tendieren. Vorsicht, Gegner! Oh, und hier ist der Aonir. Der Gottstein. So ist die gute Frage, ist hier oben schon der. Die sollen weggehen! Nicht zurückweichen! Sieht nämlich fast so danach aus, als ob da oben der Anführer sein könnte. Optio, Schattenklinge. Sieht einer von euch aus wie ein Anführer? Das ist nur ein Executor hier. Davon gibt es hier mehrere Optios. Wo ist meine Keule? Na dann haut mal ordentlich Nicht drauf. zurückweichen! Wo kommen die her? Hinterturm! Oh, da kommt. Wow, da kommt Batzen angelaufen. Okay. Wo ist meine Keule? Wo kommen die her? Was ist? Vor den Feinden! Was ist passiert? Ein Oh, da ist doch der Anführer der Sonnenstadt. Aber hier kommt eine Armee angewatschelt. Die meinen es ernst. Wo sind die Gegner? Dann mal wieder zurück mit euch. Ja, zwei Sonnenmünzen, gut. Und wir hauen uns noch ein paar Schleuderer oder Werfer. Ah, nehmen wir ruhig Schleuderer. Klamm, wir sollen weggehen! Die meinen es ernst! Was wollen die? Linien müssen halten! Okay, da sollte ich mich mal zurückziehen. Ein Gegenangriff! Wo kommen die her? Okay, alles gut. Für den Clan! Vorwärts, vorwärts! Ich rieche Blut! Oh, da ist ja noch einer. Imperialer Exekutor. So, dann machen wir mal hier ringsherum alles tot. Ach, man merke, hier hinten rum. So, noch
paar Champions, weil die Champions, die sind echt starke Einheiten. Nicht Gegner-Einheiten. Was? Wie geht's los? Also ja, wir haben jetzt auch den Sonnenschlüssel, es fehlt nur noch der Mondschlüssel. Ja, Lena ist noch ein bisschen angeschlagen. So, die drei sollten wir sogar alleine schaffen. Das ist ein Hinterhalt. Vorsicht, Gegner. Drohnenkrieger zu mir. Vor allem, wenn Lena sie einfriert auch noch. Standhalten, Männer. So, wie sieht's hier aus? Unser letzter Champion ist gerade in der Mache. Und wieder eine Mondmütze bei den aus der Sonnenstadt. Oh, und da ist noch ein Archon. Oh, das ist ein großer Angriff. Oh, den haben wir überlebt. Die Gegner haben mal was gedroppt zur Abwechslung. Ja. Sogar eine Sonnenmünze. Das ist genau verkehrte Welt. Ernsthaft. Darf ich töten? Verstanden. So. Für den Clan. Hier müssen wir ein bisschen aufpassen. Das ist ein Hinterhalt. Was ist? Das wollte ich eigentlich nicht. Die erholen sich zum Glück alle wieder. Gott sei Dank sind die so stark. Ich wollte eigentlich mal den hier machen. Da ist noch ein Spawner auf jeden Fall.
Ein Spawner ohne Truppen. Nicht zurückweichen!